Hallo und herzlich willkommen zu Silvers Kartenchaos Folge 22. Kartenchaos Nummer 55 ist am Start, die Doppelgängerkonferenz. Die Regeln sind etwas grob nur im Startbildschirm beschrieben. Dort heißt es, dass wir ein Deck aus Gestaltwand, Land und Zaubern bekommen, das ist auch richtig. Unser Deck besteht zum großen Teil aus der Karte Gestaltwand Lazerus, kombiniert mit einigen zufällig gewählten Zaubern der Klasse, die wir zum Spielen wählen. Was nicht da steht, aber auch wichtig ist, beide Spieler starten mit 3 Mana. Das ist insofern wichtig, als dass Lazerus zu Beginn jedes eigenen Zuges, solange er auf der Hand ist, sich in eine andere Karte verwandelt. Das heißt, er spielt sich dann genau wie diese Karte, aber wenn wir ihn nicht ausspielen, ist er in unserem nächsten Zug etwas anderes. Wenn er ausgespielt ist, dann ist er diese Karte und bleibt auch so. Und da man natürlich auch Pech haben kann und nur große Karten zu Beginn des Zuges für Lazerus ausgewählt werden, starten wir mit höherem Mana, damit wir zumindest eine etwas bessere Chance haben, auch etwas im ersten Zug ausspielen zu können. Dieses Kartenchaos ist eine weitere Variation der zufallsbasierten Kartenchaose, die anscheinend, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, bei der Community sehr beliebt sind. Bei mir persönlich jetzt nicht so sehr, ich habe diese rein zufälligen Dinger nicht so ganz gern, insofern hat mir das Kartenchaos der letzten Woche besser gefallen, wo man ja zumindest noch ein bisschen Strategie reinbringen konnte und ein bisschen Deck bauen konnte. Insofern ist das hier jetzt nicht so mein Favorit, auch wenn es ganz interessant ist, aber es ist halt nicht so gezielt spielbar wie andere Variationen, die mir besser gefallen haben. Nichtsdestotrotz wieder einmal von mir die Empfehlung, probiert es aus, wenn es euch Spaß macht, macht da das ein oder andere, wenn es euch keinen Spaß macht, nehmt euch das eine Pack mit und lasst es dann bleiben. Von mir gibt es jetzt noch einen Clip aus einem meiner Siege in diesem Kartenchaos und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Jaina gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen! Ihr habt es so gewollt. Das ist doch mal eine akzeptable Starthand, insbesondere der Eisblock gefällt mir ganz gut. Gibt halt einem so als Magier immer doch ein Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, dass man noch eine letzte Sicherungslinie hat, auch wenn die Lebenspunkte runtergehen. Gegen Schamane habe ich jetzt noch nicht gespielt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das da ist jetzt erstmal ein ordentlicher Start, muss man sagen, mit dem Spinnenpanzer. Werde ich im Moment noch nicht so viel gegen machen können, insofern erstmal nur den Eisblock gespielt, in der Hoffnung, dass dann im nächsten Zug mein Gestaltwandler was Besseres ist als die Kröte. Mit der lässt sich im Moment noch nicht so arg viel anfangen. Bedeutet jetzt zwar, dass ich das ein oder andere bisschen Schaden ziehe. Und noch so ein Teil. Okay, was haben wir denn da? Eine hasserfüllte Schmiedin. Das ist okay. Er müsste beide von seinen Dienern einsetzen, um sie loszuwerden. Obwohl ich jetzt von dem Wutanfall-Effekt natürlich nicht profitieren kann, da ich keine Waffe habe. Soll aber auch mal im Moment egal sein. Im Moment reichen mir die Stats auf dem Feld alleine aus. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass er sie angreifen wird. Er wird wahrscheinlich eher irgendwas anderes machen. Obwohl, wenn er den spielt, könnte es sein, dass er angreift, damit der Ghoul direkt auf Anhieb verstärkt wird. Ne, er greift sie nicht an. Er geht offensichtlich davon aus, dass ich sie dann schon in den Angriff bringe. Okay, zerstören wir als erstes mal den Ghoul, der könnte mir auf Dauer am gefährlichsten werden. Dann nehmen wir diesen kleinen Windzorn-Mech da. Der wird zwar im Zweifelsfalle nicht lange überleben, aber er ist zumindest mal ein kleiner Tempovorteil. Und dann noch weg mit dem Totem und dann haben wir unser Mana auch einigermaßen sinnvoll verbraten. Gucken wir mal. Oi. Der hat vielleicht ein Glück mit seinen Gestaltwandlern. Jetzt auch noch mit dem Imperator. Alles wird billiger. Wobei, ich weiß gar nicht genau, wie sich das verhält, wenn man den Gestaltwandler plus den Imperator hat, weil die Kosten des Gestaltwandlers ja auch zu Beginn jedes Zuges quasi neu bestimmt werden. Ob sich der Rabatt aus dem Imperator dann aufrecht erhält. Ja, ist auch egal. Wir machen den Imperator weg. Dazu nehmen wir unsere Verwandlung. Dann ist die Sache schnell erledigt. Konnten den letzten Diener vernichten. Damit haben wir jetzt das Board für den Moment mal für uns. Auch wenn unsere Schmiedin schon ordentlich Lebenspunkte eingebüßt hat. Nichtsdestotrotz, sie ist nach wie vor da. Und der Schamane hat jetzt nicht so ganz viele Möglichkeiten, wie er sie loswerden könnte.
Okay, er heilt sich ein bisschen. Das Heiltote an sich ist jetzt auch kein großes Problem. Windzornharpie, das ist natürlich, sieht sehr interessant aus, zumal er im Moment nicht die Möglichkeiten hat, sie wegzumachen, insbesondere wenn wir jetzt seinen Apotheker aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, wenn er jetzt es nicht schafft, einen Stilleffekt rauszubringen oder die 5 Schaden zu verursachen, um sie zu zerstören, dann haben wir schon mal eine ordentliche Angriffskraft auf dem Feld. Und je nachdem, was dann im nächsten Zug unsere beiden Gestaltwandler da werden. Okay, er kopiert den Effekt. Das ist aber gar nicht mal so problematisch für uns. Denn wir können mit unserer Harpie jetzt gleich angreifen. Die gegnerische Harpie können wir zerstören, indem wir die Heldenfähigkeit noch nehmen. Wir schützen uns zusätzlich mit dem Schlickspucker. Dann ist auch unsere Harpie, die danach natürlich auch angeschlagen ist, zumindest mal ein bisschen geschützt, sodass sie nicht sofort vernichtet wird. Zweiter Angriff können wir in die Lebenspunkte richten. Die beiden Totems, die lasse ich jetzt mal gerade noch stehen. Die stören mich im Moment nicht so sehr. Wäre natürlich blöd, wenn er jetzt irgendeinen Zauberschaden hat, aber das scheint im Moment noch nicht der Fall zu sein. Gaslow jetzt auch nicht so problematisch. Er hat noch kaum Zauber gespielt aus seinem Repertoire. Vielleicht hat er tatsächlich nur Gestaltwandler bekommen. Okay, wir spielen den Qualdir-Räuber. Können dann direkt noch einmal unsere Heldenfähigkeit mit einsetzen, um ihn direkt noch mal ein bisschen aufzuladen. Das heißt, wir haben dann jetzt noch mal mehr Angriffspotenzial auf dem Feld. Wir benutzen den Schlickspucker, um durch das Sporttotem durchzukommen und können dann zweimal mit unserer Harpie gegen seine Lebenspunkte vorgehen. Wenn er jetzt es nicht schafft, das loszuwerden, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, dann haben wir im nächsten Zug eine derartige Angriffskraft auf dem Feld, dass ich denke, Moment mal nachrechnen, die Harpie sind 8, der Qualdir, wenn ich ihn nochmal verstärke, sind auch 8. Plus die 3 vom Schlickspucker, reicht dicke aus, Heldenfähigkeit habe ich ja auch noch. Und zur Not hätte ich ja immer noch die Verwandlung Eber, falls er sich jetzt irgendwie hochhält oder einen dickeren Spott auspackt, dass ich da nicht sofort durchkomme. Im Moment würde ich sagen, sieht das noch gut aus. Ein Spott-Totem wäre ein bisschen ärgerlich, aber auch kein Beinbruch. Das ist kein Spott-Totem, das ist gut. Oh, Evolution, das ist nicht gut. Das Geräusch sagt, da ist ein Spott dabei mit 4 Leben. Okay, da komme ich mit, zum Beispiel mit dem Schlickspucker und der Heldenfähigkeit durch. Dann muss ich allerdings noch auf den Eber zurückgreifen. Oder auf den Geddon, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber alles in allem haben wir nach wie vor Liefel, das heißt die Sache... oh shit, da ist ja noch die Rüstungsschmiedin. Müsste trotzdem reichen. Zweimal mit der Harpie. Ja, und jetzt verwandeln wir noch einen unserer Diener mit dem Eber und dann reicht's aus. Wunderbar, Problem gelöst. Das war's für ihn. Und damit hätten wir Sieg Nummer 3 hier eingefahren. Wunderbar.